Lass Need for Speed spielen. So, das Game ist immer noch ein bisschen fucked, ne, was Icon und so angeht. Ich wollte mir eigentlich eine normale Version holen. But I simply forgot. Oh, stimmt, wir sind ja gerade auf Wege gewechselt. Und der braucht noch ein bisschen Money, damit wir den tunen können, ne? Ich erinnere mich. Da sieht doch direkt schon ein Rennen hier rechts. Oh, klingt der schön. Hört euch den mal an. Das ist ja richtig ein schöner hier, du. Tschüss, Drag-Rennen hier. Stimmt, wir haben gerade den neuen Bereich freigeschaltet, ne? Zu früh. Warte mal, das war nicht zu früh. Wieso bist du schneller als ich? Das ist ein Frecher. Ich habe wirklich das Gefühl, früh Nitro zu ziehen, ist besser hier. Was heißt eigentlich Sportswagen auf Englisch? Boah, was hieß denn nochmal? Sportswagen. Sportwagen? Nee. Was hieß denn... Okay, ich muss tunen gehen. Ich habe keine Chance. Oh, wir brauchen Geld. Wir haben nur 3,6. Obwohl, für Untergrundboden-Neon könnte es reichen, oder? Aber wir haben uns auch nicht mal auf eine Farbe geeinigt. Dann können wir eigentlich noch keinen Untergrundboden-Neon ranklatschen. Ne, das geht nicht. Das geht nicht. Ich werde es immer noch mal wieder sagen, ne, dass dieses Navi-System nicht übernommen wurde. Macht mich so traurig. Das ist so viel besser als ein modernes Navi-System, wo man die ganze Zeit auf die Minimap gucken muss. Das ist so viel geiler. Ich habe das Gefühl, ich sehe die Welt wenigstens. Oh, da steht Money. Da liegt einfach so Money rum. 200 Monies und ein Rennen, haben wir auch. Es tut mir leid, du hast ein schönes Auto, aber... Los, komm hinterher. Versucht's doch. Boah, actually clean genommen die Kurve. Was zum Fick? Jetzt hab ich eine Abkürzung verpasst. Krieg 17. Das ist Gabriel. Dankeschön für die 23. Geiler Twitch Prime. Sehr wertvoll. Ich hoffe doch, dass ich es cutten kann. Ui. ...1,40, das ist ganz schön weit, ne? Ach, super easy, what the fuck? Ich dachte, das wird's knapp, weil unser Auto ein bisschen undertuned ist hier, aber... ...überhaupt nicht. Ich kann ja ganz gemütlich die Kurve nehmen hier. Mit diesem Scheißauto jetzt, ich glaub das nicht. Horsepower equals speed. So bolt on everything you can. Upgrade the brains of your ride by swapping out the stock computer with... Now, transmission is where you lose most of your power. So any upgrade will help you get more ponies to the blacktop.
Tighten your ride and get rid of that stuff. Nitrous oxide is the glycerin of the... Your contact patch on the blacktop is crucial. You know, going fast needs to... Wie oft will sie mir das noch alles vorlesen? Less weight means more speed. It's as simple as spool up some extra power by installing a turbo... Wait, da ist alles drauf. Bro, wieso bist du dann so langsam? Oh, nur Transmission hat gefehlt. Dann fahren wir doch erstmal jetzt hier auf dem Weg zu einem Body Shop. Das klingt doch sinnvoll, oder? Ja, haben wir hier schon was gemacht? Oh nein, hier selbst sind wir noch auf Stock. Boah, und die sind aber auch alle hässlich, ne? Müssen wir vielleicht hinten anfangen? Boah. Ugh. Ugh. Das kann halbwegs was. Ich glaube, wir gehen für Strike. Das lässt das Auto wenigstens anders aussehen. Ja, Strike ist okay. An den Seiten spüre ich aber das eher. Oh, lass übertreiben bei dem hier. Aber ich muss einen großen nehmen, 0292er. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Komm, wir übertreiben es komplett mit dem hier. Boah, reflektiert mir die Augen weg, Alter. I do not have enough bank. No. I'm out of bank. Ja. Okay, reicht erstmal und dann fahren wir erstmal wieder. Oh, ist das hässlich. Holy. Wo? Ach, da. Oh mein Gott, so halb durchsichtig. Das ist auch ein Drag-Rennen. Ach, in keinem Universum gewinne ich das. Ja, keine Chance, oder? Ohne Draft? Ich hätte draften müssen, dann kriege ich den. Vielleicht mit einem Perfect Shift jetzt noch? Das ist am Ende des Rennens. Ja, ich... Ich wünschte, das wäre hier so wie in... Fast and Furious. Oh Gott. Aber ich habe das Gefühl, ganz oft ist es hier nicht so. Weil ich bin langsamer als die, das heißt, ich muss an denen dranbleiben. Ich kann es jetzt ja gerne einmal machen. Aber wenn ich nicht an denen dranbleibe und ich drafte, dann gewinne ich die Rennen hier halt nicht. Weil mein Auto langsamer ist. You see the problem? Jetzt draften die aber leider, das ist nicht gut. Muss draften. Ohohoho. Genau, Nitro im Inventar zu bleiben. Das ist das, was ich gemacht habe. Warte mal, jetzt haben wir auch gerade Bank gemacht. Jetzt können wir auch gerade mal kurz hier. So, Guys, was machen wir hier? Lass. Oh. Aber der gehört nicht lila. Den sehe ich so auf orange, gelb, rot. Das könnte auch sick kommen. Lass das mal nehmen. Und jetzt vielleicht die auch in Rot, so?
ist das hässlich. Ne, der muss schon in derselben Farbe. Ich habe keinen Roof Scoop, ich habe auch keine Mirrors, keine Rims, habe ich alles nicht. Vinyl does what paint can't, so choose your flavor and slap it on to stand out and be noticed. Dass das damals wirklich ein Ding war, ne? Ist so crazy. Boah! Sehe ich. Sieht das 2000 aus? Holy shit. Das ist kein Pink, das ist korrekt. Aber wir werden auch noch. Das wird nicht unser letztes Auto sein, you know? Das sieht so 2000 aus. Ich finde das großartig. Bleib mal hier. Ich will deinen Windschatten. Ich hab gesagt, ich will deinen Windschatten. Danke. So, wir fahren heute mal fair. Wir drehen jemanden nicht ab. Ah, links wäre schneller gewesen. Egal. Fahren wir das schön clean durch hier. Wie viel Zeit ich auf dieser Autobahn verbracht habe in meiner Kindheit, ey. Ich glaube, wir liegen ein gesundes bisschen vorne. Gerade ist alles gut. Oh. Das ist der Rundkurs? Okay. Wie viele Runden? Drei! Drei Runden einfach nur Autobahn fahren. Ach Gott, das ist so ein Rennen, das wird in der letzten Runde entschieden. Oder wenn du einmal ein ziviles Auto mitnimmst. Oder wenn die Gegner rubberbanden. Kommt der Rote von ganz hinten. Ja, guck dir mal an, was jetzt mit Zeit gerade passiert. Guck dir mal die Zeit oben rechts an, wie die einfach schrumpft. Oh, das seht ihr gar nicht. Doch, das seht ihr. Warte mal. Oh, ich muss mich umsetzen. Andy hat plötzlich einfach sein Turbo gezündet. Aus dem Nichts hat er gerade 2 Sekunden gut gemacht. 3 Sekunden. Oh, jetzt habe ich die Kamera geändert im Stream. Hab deswegen einen Unfall gebaut. Und deswegen, für kleine Kinder, nicht? Niemals OBS bedienen und gleichzeitig Auto fahren. Boah, ein Glück war das Nitro war voll, ey. Holy. Jetzt machen wir es auch wieder voll schön an den ganzen Beinahe-Unfällen hier. Und da ist es schon wieder voll. Wundervoll. So, diesmal nehmen wir nicht die Ausfahrt. Wir nehmen sie doch, weil du mir den Weg versperrst. Wir können die bloß regulär die Autobahn benutzen. Mango betreibt Fahrerflucht. Fahrerflucht ist das, was ich am liebsten mache. Gibt es etwas Besseres als eine schöne Fahrerflucht in der Samstagnacht?
In-game, in-game. Oh, apropos, wisst ihr, es ist jetzt offiziell bestätigt, dass in-game und in Minecraft und sowas am Ende zu sagen absolut nichts daran ändert, dass du dafür einfach böse eingetütet wirst. Ich habe einen Post gesehen, dass ein 4chan-Nutzer von der Polizei festgenommen wurde in den USA. Und der hat halt auch so Zeug gesagt wie, der hat einen Politiker bedroht. Sehr direkt und sehr eindeutig. Also nicht bedroht, sondern hat gesagt, man sollte ihn, ne? Sehr viele Formen von man sollte ihn das und das. Und hat ganz am Ende in Minecraft geschrieben. Und er wurde trotzdem festgenommen. Ergo? Das Ding ist gone, glaube ich. Das zieht nicht länger. All die Jahre Ingame sagen umsonst, ja. Oh, schon wieder die Strecke hier. Zwei Good Shifts, mal sehen, ob das reicht. Hinter dir reiche ich mich ein. Da habe ich ein bisschen viel geswerft. Perfekt executed. Das war ein schöner, du. Das fühlt sich gut an, da so mit Nitro rauszuballern am Ende. Das ist einfach geil. So, dann können wir uns jetzt auch endlich noch hier was holen. Also die Motorhaube. Ne, warte mal, was hat denn gerade gefehlt? Warte, was konnten wir nicht mehr painten? Wir haben unsere Rims noch nicht gepaintet. Sondern hier war schwarz. Wenn die auch grün kommen, oh mein Gott. Gelb? Sieht auch scheiße aus. Ich glaube, die kommen in so einem dunklen. Das ist gut. Oh, die dürfen auch grün. Ja. Muffler-Tipp? Auch schön grün. Oh, wir machen so ein grünes Mobil hier draus. Ist das hässlich. Ich liebe es. Und dann müssen wir nochmal ganz dringend zu einem gelben. Wo sind wir denn jetzt gerade? Da. Ja, guck mal, das ist doch genau auf dem Weg hier. Das ist doch ideal. Oh mein Gott, ist der Exhaust-Tipp hässlich in den schwarz machen sollen. Guys, it's an acquired taste. Kennt ihr diesen Satz? Das ist so, ich kenne ihn aus dem Kontext, so wenn so Berliner in so Cafés gehen, die richtig, richtig scheiße schmecken. Die wirklich objektiv ranzig sind, aber viel Geld nehmen, weil sie einen auf cool machen. Dann, und Leute, die da hingehen und den mögen, die sagen so, ach, it's an acquired taste. Man muss da sich dran gewöhnen, so. Yee-Auto. Einfach Yee-Auto. Oh, so, wir brauchen eine Kontrastfarbe. Ne? Wir können das untere Boden nicht in grün machen. Auch nicht in Gold. Ich glaube, es ist rosa. Oder Coral? Vielleicht Coral. Oder? Also grün Dingens gehen nicht. Grün und Gold gehen nicht. Magenta oder... Ich glaube, Coral ist gut. Magenta ist ein bisschen... Ne, Neon ist immer eine Kontrastfarbe. Es gehört sich so. 500 für Custom Gold, die keine Punkte macht. Keine Sterne-Rating, ganz ehrlich... Warte mal, ich habe noch Stocklights drin. Das da geht ja gar nicht. Ach ja, das muss man immer machen für das Rating, ne? Und Hydraulics auch ganz wichtig. Trunk Audio, let's do it. Ich sehe nichts. Ach, das ist da unten.
Okay, irgendwas ist mir egal. Wenn ich es nicht sehe, dann nehme ich das, was mir die höchsten Sterne gibt. Ah! Alter, wie viel es schon gibt, ist das cool. Ah, ich habe schon wieder keine Bank! Boah, einfach aus Jux. Einfach aus Jux so ein Auto fahren. Also jetzt nicht unbedingt in grün, aber so ähnlich. Wisst ihr, in dem Vibe. Einfach so ein Auto haben, das so aussieht. Und einfach manchmal mit dem rumfahren. Wäre schon cool. So, ist halt ein Rieseninvestment, so rein geld- und zeittechnisch. Aber wäre schon cool. Rice, ja, einfach komplett. Also meinetwegen darf man dann auch, also, ich weiß nicht, ob du nochmal 20.000 ausgeben willst, damit das Ding auch schnell fährt, aber... Also einfach nur gereist, weiß ich nicht. Da würde ich mich dann wäre es mir peinlich rauszufahren mit dem Auto. Der muss dann auch schon, so, der muss dann schon auch punchen, you know? Ach ja, wir müssen auf die Autobahn. Kriegst du in der Form in die gar nicht zugelassen? Naja... Also ja, was Frontheckschutz, Seitenschutz und sowas angeht, klar, da musst du dich ein bisschen beschränken. Aber du kannst ihn trotzdem grün anmalen und auf die Seite Sachen draufmalen. Weißt du, mir geht's ein bisschen mehr, also mir geht's ehrlich gesagt gerade weniger um die exakte Heckfrontschutz und was weiß ich was, sondern um den Gesamtvibe, you know? Der Spoiler ist auch zu breit offensichtlich, das nehme ich mit. Also mir geht's auch nicht um genau dieses Kit, sondern ne? Ein anderer Spoiler geht für mich auch, also, you know? Hast du auch Most Wanted 2005 gespielt? Fantastic, du hast gerade so eine schöne Frage gestellt. Du kannst das Ausrufezeichen YouTube oder Ausrufezeichen YT in Chat eingeben und dir mein vorletztes Video auf YouTube angucken. Das ist der einzige Grund, warum wir dieses Need for Speed gerade spielen. Das ist wirklich eine wunderbare Frage, die du mich hier gerade stellst. Kriegen wir die Stadt im Hintergrund? Oh! Ja, ich habe meinen Motorraum halt noch nicht angepasst, ne? Ein bisschen wack. Oh, das ist cooler. Das reicht mir honestly, da will ich gar nichts aufmachen. Bumm. Das sind Driftrennen hier alles. Oh, das ist auch eins, das wir machen müssen. Da fahren wir doch mal hin. Mit dem Driften geht das, das ist doch ein Frontantriebler. Ja, about that. This is Need for Speed. Alles bricht aus, keine Sorge. Oh, mit Verkehr. Okay, das ist crazy. Oh, fuck. Okay, ich glaube, das starte ich nochmal. Das geht hier schon. Och. Auch ein bisschen mit dem Heck wackeln die ganze Zeit. Ei, der tut weh. Oh, wow, jetzt habe ich auf die Punkte geguckt. My bad. Thank you.
Zu langsam. Das reicht. Mit 790 Punkten vorne. Ich weiß gar nicht, ob man die Driftrennen überhaupt verlieren kann. Da war gerade kein Zeitlimit. Ich hätte einfach nochmal wieder hochfahren können und hätte die ganze Strecke normal driften können, glaube ich. War schon mal jetzt zu neuen Fähigkeiten? Nein, das ist ein Whitestream-Patch. Ah, ich hatte kurz vergessen, dass es ein Driftrennen ist. Oh. Oh, Lukas, ist das scheiße, was du hier machst. Ich würde es gerne restarten. An der Round 1? Ich glaube, ja. Sollte mich wundern, wenn nicht. Oh, Lukas. Ja. Schneller sein. Ich muss mehr die Ränder mitnehmen. Reicht nicht? Krass. Burnout Paradise? Nee, tatsächlich gar nicht. Du gehst hier aber auch immer in der ersten Runde raus, ey. Oh. Schneller fahren. Und wenn ich schneller fahre, verliere ich schneller die Kontrolle auch. Nicht einfach. GTA 4. Zu GTA 4 habe ich überhaupt nichts mit Connection, leider. Also generell fühle ich mich gerade ganz wohl in der Nostalgie-Welt. Auch was die YouTube-Videos angeht und sowas, aber... Aber ich habe halt auch spezifische Nostalgie, logischerweise. Jeder hat am Ende was anderes gespielt. Ach komm. Als wenn wir Tandem gedriftet wären, wirklich.
glaube, ich habe schon genug Punkte, aber... Ja, easy. Ist nur mal die aber auch scheiße im Vergleich. NFS Carbon für GameCube, euer... Carbon haben wir auch direkt durchgespielt, vor kurzem. Also vor ein paar... Wochen, das ist auch tatsächlich komplett auf Ausrufezeichen Manga haben wir es hochgeladen. Carbon hat mich sehr positiv überrascht, vor allem das Late Game. Das Late Game hat so viel Spaß gemacht. Das war crazy. Hallo, hallo! Okay, ich lenke dreimal nach links, passiert nichts. Unlucky. Spurendiff. Und ein weiterer erfolgreicher Fall von Fahrerflucht. 2-2. Junge, was gibt das alles so viel Geld? Ich würde dir zustimmen, dass Most Wanted 2015 gut wäre, wenn da nicht dieses dumme Element drin war, dass man... ein cooles Auto rumsteht, seht, du fährst zu dem hin, du willst in das einsteigen und dann steht da, ja, du musst das Auto kaufen. Jetzt Origin Store öffnen und dann öffnet sich der Origin Store und dann steht da, hey, Luxury Car Packet, 5,99 €. Wirklich, dumme Hunde. Da hat's angefangen. Oh mein Gott, da war irgendwie eine Bodenwelle. Da bin ich ein bisschen gehübbelt. Lecker 60.000er Drift. Auf einer Geraden. Kennt man. War nicht knapp, alles gut. Nein! Oh, ich wollte 100.000, aber ich wollte ihn auch nicht riskieren. Nein! Ja, ich habe hier schon gewonnen. Alter, es gibt alles so viel Geld hier, holy.